Insider. Die spannendsten Journalisten des Landes diskutieren die Themen des Tages. Die Insider. Kontroverse Positionen und spannende Einblicke hinter die Kulissen. Die Insider. Nur auf OE24TV. Schönen guten Abend, willkommen auf OE24TV zu unserem Insider. Ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch und darf diesbezüglich bei mir im Studio begrüßen die Journalistin und ehemalige Moderatorin Ursula Stenzel. Schönen guten Abend. Einen schönen guten Abend auch. Und zu meiner anderen Seite Rechtsanwalt Florian Höllwart. Schönen guten Abend. Guten Abend, danke für die Einladung. Wir beginnen mit dem Thema des ORF, genauer gesagt mit der Reform. Große Aufregung herrscht jetzt erneut, denn der ORF will einen Twitter-Maulkorb für Journalistinnen und Journalisten. Was halten Sie davon? Ja, also ich bin noch durch die Schule der ersten Reform des ORF gegangen. Wir wurden eigentlich angehalten zu einer Meinungsneutralität, wenn wir als Redakteure oder Moderatoren im ORF gearbeitet haben und nicht dazu, unsere Meinung öffentlich kundzutun. Seit es diese Medien, diese sozialen gibt, tut sich natürlich jeder gerne auch sonnen in der Publicity so eines Mediums und macht seine Meinung deutlich wie hunderte andere auf. Sei es unbenommen, ja, aber ich glaube, es ist schon inkompatibel damit, dass dann derselbe, der in Twitter ganz klar politisch Partei bezieht, ja, nicht immer parteipolitisch, aber sachpolitisch alles, ja, dass der dann sozusagen quasi der neutrale Vermittler von Information sein soll. Ich sehe das als Zuhörer und Konsument durchaus auch kritisch. Wie sieht es hier mit der rechtlichen Lage aus? Darf man sich in den sozialen Medien frei äußern? Grundsätzlich gilt die Meinungsfreiheit. Ja. Also ich meine, jeder Redakteur, jeder Journalist kann natürlich seine Aussage tätigen. Aber ich gebe der Frau Stenzel natürlich durchaus recht. Der ORF ist ja nicht mit seinen Redakteuren, vor allem ZIP2, nicht irgendein Sender. Und insofern nimmt natürlich ein entsprechender Redakteur mit seiner Aussage auf Social Media massiv Einfluss auf die öffentliche Meinung oder dirigiert sie irgendwo hin. Und was ich halt so feststelle, gerade zum Beispiel auf X, ehemaliges Twitter, dass diese Redakteure schon sehr, ich möchte nicht sagen beratungsresistent, aber die Meinung, die sie dort vertreten, die wird nicht revidiert. Und das ist das Maß der Dinge. Und insofern sehe ich es insofern problematisch, einen Maulkorb-Erlass durchzusetzen, weil ich mir eigentlich gerade von einem Chefredakteur oder von einem ZIP2-Moderator die erwarte, dass er neutral ist und es nicht eines Maulkorbes bedarf, damit er sich nicht entsprechend dem ORF oder einer politischen Meinung äußert. Also eigentlich würde ich mir das erwarten von einem Moderator. Mhm. Was öffentliche Meinung ist und ob sie gerechtfertigt, auch persönliche Meinung, hat man ja eine Zeit lang immer streng getrennt. Hier die Information und da die Meinung. Und wenn man Meinung will und Interpretation, da lädt man also dann Experten ein, Politikwissenschaftler, Wirtschaftswissenschaftler und so weiter, das noch zu interpretieren. Das ist an sich wirklich in Ordnung und kann sehr oft helfen. Was aber unbedingt was überhand nimmt, ist, dass man schon vor vielen Jahren, da war ich noch im ORF, gesagt hat, es gibt keine neutrale Berichterstattung. Jede Berichterstattung ist gleichzeitig auch Meinung, das kann man nicht trennen. Und damit hat man den Weg bereitet zu einer Art Relativität. Ja? Es ist alles wahr. Es ist alles erlaubt, es ist alles möglich und es gibt keine neutrale Berichterstattung. So. Und damit hat man unterhöhlt und seitdem erodiert, gerade im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, und verschwimmen die Grenzen zwischen Information und Meinung. Und das halte ich für ein öffentlich-rechtliches Medium eben auch für problematisch. Sehen Sie das gleich, dass die Grenzen hier verschwimmen zwischen Information und Meinung? Natürlich. Die Information stellt der ORF. Und wenn jetzt einzelne
Top-Journalisten oder Redakteure diese Meinung auch auf Social Medien vehement vertreten, dann lässt es ja gar keinen Spiel für eine andere Meinung. Man sieht ja auch im ORF, dass immer die gleichen Diskussionspartner eingeladen werden. Und da muss ja die politische Meinung und auch die öffentliche Meinung in eine Richtung gedrängt werden. Und man hat es in der Vergangenheit gesehen, dass abgesehen von der Bundespräsidentenwahl, dass nur systemtreue oder regierungsfreundliche Kritiker, sage ich jetzt einmal, zu entsprechenden Diskussionssendungen eingeladen wurden. Und das spiegelt sich einfach auch auf den Social Medien wieder. Und insofern würde ich eben mir schon vorstellen, dass entsprechende Journalisten derart erhaben sind, diese Gefahr zu erkennen und entsprechend ihre Tweets so zu agieren, dass nicht der Eindruck, und ich glaube, hier reicht es schon, dass ein Eindruck vermittelt wird der Parteilichkeit oder einer ORF-Zugehörigkeit, dass das unterlassen wird. Also, aber in die Person kannst du nicht reinschauen. Nein, man kann an sich nicht reinschauen, aber es liegt an der Geschäftsführung und es liegt an den Chefredakteuren, muss ich ehrlich sagen, und auch an den Kontrollgremien, ob das jetzt der Publikumsrat ist oder der Stiftungsrat ist, da ein Auge drauf zu haben. Der letzte Fall, wo also massiv kakophonisch fast Stellung bezogen wurde, war diese Geschichte um das gefakte Video in der Ukraine. Eine Berichterstattung, das also offenbar vom ukrainischen Geheimdienst weitergegeben wurde an einen Heeresnachrichtendienst und dann irgendwie wieder zurückgespielt wurde zu einem hervorragenden Korrespondenten, der immer um Sachlichkeit bemüht ist, immer die Situation eigentlich sehr klar sieht und sich auch sofort dafür entschuldigt hat. Und jetzt sind wir da in einer Situation, wo man erstens den Mann fast im Regen stehen gelassen hat, wo man ihm zwei zusätzliche Reporter, Gehilfen oder was immer, Korrespondenten zur Seite stellen will, quasi als Aufpasser, damit man, und das halte ich für wirklich verwerflich, damit man der Ukraine sozusagen zeigt, wir sind auf eurer Seite. Bitte, das ist so weit gegangen, dass ich höre es nur offensichtlich mit Billigung des Außenministeriums zumindest hier, diese Entscheidung über die Verlängerung der Akkreditierung und Neuakkreditierungen von der Geschäftsführung getroffen wurden. Und da muss ich auch sagen, hier hat eigentlich irgendwo etwas zu halten, etwas, eine Barriere zu sein. In dem Moment keine Partei, keine Kriegspartei, kein Land, auch wenn es uns noch so sympathisch ist, weil es um sein Überleben kämpft, hat das Recht, in die Personalpolitik des ORF hineinzupfuschen? Keines. Ich würde das von den Russen nicht wollen, von den Chinesen nicht wollen, natürlich auch von wem immer, auch nicht von den USA. Und da hört der Spaß auf. Und hier kam es zu einer Kakophonie, nicht nur auf den sozialen Medien, sondern natürlich auch, man hat im Standard geschrieben, immerhin der außenpolitische Ressortleiter, von dem man auch wissen muss, wie er zu diesen sehr schönen Funktionen gekommen ist, die ich ihm sehr gönne, und hat gegen einen Kollegen hier Stellung bezogen. In einer Sendung, die sich Recheck nennt, im Hörfunk, hat man wirklich also Schlammkübel ausgegossen auf diesen ORF-Korrespondenten. Und da schreitet keiner ein, bitte, das ist kein Thema. Jetzt tut man, damit man also im Twitter ein bisschen aufpasst. Nein, man soll überhaupt aufpassen. Solche Dinge gehören einmal redaktionell intern geteilt, geklärt, und dann gehört eigentlich schon ein Backing eines Korrespondenten, wer immer dies ist, von Seiten der Geschäftsführung. Das zeigt eine Krise im ORF. Das zeigt die Nichthandlungsfähigkeit der ORF-Geschäftsführung. Und offenbar ist man so beschäftigt mit Newsroom und all diesen Kinkerlitzchen, ob man jetzt eine kollektive Redaktion hat oder einzeln. Ich habe da auch schon alles erlebt, ja? Dass man das Wesentliche aus den Augen verliert. Und das bei Gebühren, die von jedem abverlangt werden in Österreich.
Stimmen Sie Frau Stenzel zu? Steckt der ORF in einer Krise? Natürlich steckt er. Er steckt vor allem in einer finanziellen Krise. Und die versucht er zu kompensieren mit einer bundesweiten Haushaltsabgabe. Und das ist ja eigentlich das Thema, das die Menschen interessiert. Ja, das ist nämlich schon sehr interessant. Zum einen stellt sich für mich die Frage, ist der Stiftungsrat überhaupt legitimiert, eine Haushaltsabgabe zu bestimmen? Der Stiftungsrat ist ein Kollegialorgan und mehr nicht. Und wenn man jetzt dagegen argumentiert, sagt, ja, die Gießabgabe ist ja auch vom Stiftungsrat bestimmt worden, wird übersehen, dass man sich von der Gieß abmelden hat können. Mhm. Und da war es ja sozusagen ein Mitgliedsbeitrag. Jetzt ist es ja eine Gebühr im Grunde. Und was legitimiert einen Stiftungsrat, der keine hoheitliche Aufgabe hat, über die gesamte österreichische Bevölkerung eine Gebühr zu bestimmen? Darüber hinaus kann der Generaldirektor einen Antrag stellen, dass die Gebühr erhöht wird. Der Stiftungsrat macht da eine Expertise, eine Stellungnahme und die Regulierungsbehörde prüft das. Also das ist schon einmal sehr eigenartig. Dann ist natürlich auch sehr eigenartig, warum Unternehmen, und hier rede ich von Unternehmen nach dem Kommunalsteuergesetz, alle eine ORF-Abgabe zahlen müssen. Das ist der kleine Friseur mit 3 Angestellten, das ist ein KMU, ein kleines Mittelunternehmen und das sind natürlich auch größere Unternehmen. Jetzt zahlen, und die müssen natürlich auch für die Mitarbeiter Abgabe zahlen. Jetzt zahlen aber diese Mitarbeiter schon privat ihre Abgabe. Jetzt muss der Unternehmer, und wenn das ein Friseur ist mit 15 Mitarbeitern, für die Mitarbeiter auch zahlen. Und wenn er eine Betriebsstätte hat, und das richtet sich eben nach dem Kommunalsteuergesetz, in jeder Gemeinde zusätzlich auch noch zahlen. Also ich darf eigentlich als Unternehmer, als Kleinunternehmer, gar nicht woanders auch noch eine Filiale haben und eine Betriebsstätte, weil ich dann gebührenpflichtig bin. So, aber jetzt kommt's. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wer ist zum Beispiel nicht gebührenpflichtig? Und da kann man dann auch in das Kommunalsteuergesetz reinschauen. Und da ist es zum Beispiel die ÖBB. Die ÖBB als größter Dienstnehmer mit über 40.000 Angestellten ist nicht kommunalsteuerpflichtig und damit auch nicht verpflichtet, die ORF-Haushaltsabgabe zu zahlen. Und nicht nur die ÖBB, also die ÖBB Holding AG mit ihren Töchtern und Enkelunternehmen gilt als Unternehmen und nicht nur jetzt die Eisenbahn- und Personenbeförderung, sondern alle, sämtliche Unternehmen der ÖBB sind kommunalsteuerbefreit und damit auch von Und das versteht niemand, warum ein Riesenkonzern befreit ist, aber ein Einzelunternehmer muss zahlen. Eine weitere Frage, die sich natürlich auch stellt, die Haushaltsabgabe ist für jeden zu leisten, egal ob ein Empfangsgerät zu Hause bereitsteht oder nicht. Wie ist das rechtlich gedeckt? Ja, das ist ja der nächste Witz. Hier wird es kommen zu einer Beweislastumkehr. Ich habe mich vorher von der GIS abmelden können und habe keinen Beitrag gezahlt. Jetzt ist es für den Einzelnen bis auf die Ausnahme Tatbestände, Pflegegeldbezieher, AMS-Bezieher, unmöglich nachzuweisen, dass ich kein ORF-Programm in Anspruch nehme. Und diese Beweislastumkehr halte ich auch für äußerst bedenklich, weil im Grunde müsste mir ja der österreichische Rundfunk nachweisen, dass ich, so wie früher, ein Rundfunkgerät besitze und auch das in Anspruch nehme. Und das merkt man schon, dass hier der ORF und dahinterstehend natürlich die Regierung eigentlich alles versucht, möglichst problemlos für den ORF eine Abgabe einzubeziehen oder einzufordern, in dem Wissen, dass sich der Einzelne eh nicht wehren kann dagegen. Weil was passiert? Es wird ein Bescheid erlassen, den kann man bekämpfen an das Bundesverwaltungsgericht. Aber
wie viele können sich das leisten? Ja? Gut, ich bin natürlich ehemaliges, langjähriges ORF-Mitglied gewesen unter verschiedenen Epochen und Ehren. Und ich bin im Prinzip für die Aufrechterhaltung und Programmfähigkeit des ORF als öffentlich-rechtliche Anstalt. Worum es mir geht, ist, dass man die Politikferne sozusagen irgendwie in den Griff kriegen soll. Und jetzt wird ja von dem Landeshauptmann Burgenlands vor dem VGH das ORF-Gesetz sozusagen in Frage gestellt. Und am 26. September soll es also zu einer Verhandlung kommen. Wobei ich natürlich sagen muss, auch Herr Doskozil hat politische Interessen. Ja. Und was da dabei herauskommt, also die Partei, für mich sollte, so wie es früher das Volksbegehren unter Portisch und so weiter gegeben hat, eine Reform des ORF sollte vom Volk ausgehen und eigentlich nicht von politischen Parteien. Da bin ich total bei Ihnen, Frau Stenzel. Wir sind, Und weil wir vorher geredet haben von Unabhängigkeit, ja. Durch diese Maßnahme der Haushaltsabgabe ist natürlich der ORF in sicheren Gewässern. Mhm. Der kann berichten, was er will, unterliegt keiner marktwirtschaftlichen Kontrolle im Grunde. Mhm. Und die marktwirtschaftliche Kontrolle ist wie bei jedem Unternehmen der Anklang oder wie er beim Endverbraucher ankommt. Ja. Es ist ja nicht einzusehen, warum andere Sender, beispielsweise ÖF24 oder andere Privatsender, nicht von dieser Unterstützung einen Kuchen abbekommen. Hier handelt es sich um eine faktische Monopolstellung und der ORF kann durch seine Redakteure letztendlich das öffentliche Bewusstsein oder die öffentliche Meinung total prägen und lenken. Gut. Weil Sie das Programm auch gerade ansprechen, kritisiert wurde vor allem auch beim ORF, dass diverse US-Serien permanent gezeigt wiederholt werden. Ja. Gut, ich meine, ich drehe halt ab, nicht? Ich habe einmal mit dem Erfinder des Radios gesprochen, ein österreichischer Techniker und Wissenschaftler gewesen, längst verstorben und leider, man möge mir verzeihen, ich habe den Namen jetzt nicht präsent, ja? Und der hat mir damals gesagt, ich habe ein Interview mit ihm machen dürfen, wissen Sie, beim ORF oder bei jedem Medium ist es so, man kann abdrehen. Aber man zahlt ja dafür. Ja, man zahlt dafür. Das ist beispielsweise das, ja. Kann ich auch abdrehen, kann mir aber auch aussuchen, was ich mir ansehen möchte. Ja, natürlich. Und vor allem das ORF-Monopol existiert natürlich so nicht mehr. Er steht im Wettbewerb mit allen anderen Medien, das ist ganz klar. Und jetzt auch noch mit den Social Media. Also die Situation für Öffentlich-Rechtliche ist insgesamt schwieriger geworden. Aber es gibt sicherlich Beispiele, die man sich anschauen kann. Ich weiß nicht, in der Schweiz oder in der Bundesrepublik, wo das ein bisschen anders gehandelt wird. Ich bin kein Medienrechtsexperte, aber ich glaube, was bei uns in Österreich so speziell ist, sind diese inneren Mauscheleien zwischen den jeweiligen Regierungspartnern. Ja, das war unter der SPÖ in der Großen Koalition so und das war in der türkis-blauen Koalition so und das ist natürlich jetzt auch in der schwarz-grünen Koalition so. Ich meine, man braucht sich ja nur die Vorsitzenden anschauen und wer in diesen Räten drin sitzt und die Freundeskreise, die diversen Parteien, die hier vertreten sind. Also es ist schon eine sehr parteipolitisch gefärbte Angelegenheit. Und ob man den ORF da wirklich rauskriegt, aus diesen Clown sei dahingestellt. Gleichzeitig gibt es ja eine Geschichte jetzt in der Europäischen Union. Man will also die EMFA machen, European Media Freedom Act. So, und auch das ist mit Vorsicht zu genießen. Es geht hauptsächlich gegen Konservative, gegen eher rechtsgerichtete Regierungen, derzeit Polen, derzeit Ungarn. Und da sehe ich eher die Gefahr einer Meinungsfreiheitseinschränkung als einer Meinungsfreiheitssicherung. Ich muss hier noch einmal auf die Haushaltsabgabe zurückkommen, die ins Leben gerufen wurde aufgrund der Tatsache, dass der ORF sparen musste. Man stellt sich allerdings schon die Frage, wenn man auf die Gagen der ORF-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter blickt, wo hier gespart wird. Naja, nicht der Mitarbeiter, aber sagen wir der weißen Elefanten und die Pensionen und. Da gibt es also viele. Ich bin gegen solche Neiddebatten, ehrlich gestanden. Guten Journalisten wird man nur kriegen, wenn er entsprechend honoriert wird. Das gilt für Private genauso wie für Öffentlich-Rechtliche.
Können Sie den Zorn der Österreicherinnen und Österreicher nachvollziehen, wenn man sich die Gagen von oben ansieht? Natürlich, grundsätzlich ja. Hier vertrete ich allerdings auch die Ansicht. Ein guter Journalist, ein objektiver Journalist, der muss anständig bezahlt werden, damit er die entsprechende Qualität liefert. Ein Gastronom wird auch nur einen guten Kellner bekommen, wenn er ihm ein entsprechendes über dem Kollektiv bezahltes Gehalt gibt. Das gehört einmal dazu. Was nicht dazu gehört ist, dass natürlich für die Bevölkerung einfach nicht transparent ist, was mit dem Geld passiert. Und insofern verstehe ich massiv den Unmut, wenn da Luxusfahrzeuge angeschafft werden, für die es meines Erachtens überhaupt keinen Bedarf gibt. Das kann auch mit durchschnittlichen Fahrzeugen gemacht werden. Dieses große Auftreten eines ORF ist nicht notwendig. Und wenn hier ein anderes Bild der Bevölkerung vermittelt werden würde, dann wäre wahrscheinlich der Neid auch entsprechend. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendein Mensch in Österreich gegen eine gute Berichterstattung etwas hat. Ja, und jeder versteht eben auch, dass das mit entsprechenden Kosten verbunden ist. Aber kein Verständnis besteht wahrscheinlich, dass die Friseurin oder der Fleischer oder der Mechaniker in seinem Betrieb mit 5 Angestellten eine Haushaltsabgabe zahlen muss, die ÖBB mit 40.000 Arbeitnehmern aber nicht. Ja. Das kann ich nur teilen, diese Auffassung. Also werden wir sehen, ob diese Gebührenerhebung hält vor dem Verfassungsgerichtshof. Ja. Eine Frage, die sich jetzt auch noch stellt. Die Haushaltsabgabe ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich aufgrund der Länderabgabe. Wie ist das möglich? Wie stellt sich hier die Kostenrechnung dar? Wie sich die Kostenrechnung darstellt, kann ich nicht sagen. Ich habe keinen Überblick, wie sich das berechnet. Tatsächlich ist, dass die Länder eigene Beträge einheben können und sich natürlich am Bund zu orientieren haben werden, ändert für den Einzelnen überhaupt nichts. Der muss das zahlen. Und wenn in Salzburg eine höhere Abgabe zu leisten ist als in Wien, dann macht es das gerade auch nicht fett. Auch der weniger in Wien zahlen muss, wird massiv verärgert sein über die Abgabe. Gut, bei den Abgaben wird ja immer etwas auch abgezweigt für die Kultur, nicht? Und für die Kulturschaffenden und so weiter. Muss man sich dann auch überlegen, nicht? Wie man das handelt. Also Transparenz ist sicherlich, unterschreibe ich total, was Sie da sagen, Herr Doktor, ja. Dann nehme ich das als das Schlusswort, bedanke mich bei Ihnen für Ihre Zeit und danke. Auch das interessante Gespräch und natürlich auch an Sie. Vielen herzlichen Dank für Ihren Danke Kommen. Für die Einladung. Danke Frau Stenzel. Und damit verabschieden wir uns in eine Werbeunterbrechung, sind aber gleich wieder für Sie zurück. Bleiben Sie dran.